In diesem Video geht es um die Navigationsfunktion der Forerunner 165. Dabei gehe ich zuerst auf die hauseigenen Möglichkeiten und in späteren Videos auch auf externe Drittanbieteroptionen ein. Falls euch mein etwas allgemeineres Review zur Uhr interessiert, klickt hier oben rechts. Wenn dir das Video gefällt, unterstützt mich mit deinem Abo. Viel Spaß! Einmal vorab, die beiden Modellvarianten der Uhr, also die Version mit und die Version ohne Musik, unterscheiden sich in puncto Navigation nicht voneinander. Bei den hauseigenen Navigationsfunktionen ist bei der Uhr kein Kartenmaterial vorhanden. Damit unterscheidet sich die Forerunner 165 auch wesentlich von der Oberklasse-Laufuhr der Forerunner 965. Dazu habe ich im Übrigen auch schon ein Video gemacht, das findet ihr auch hier oben rechts. Das Mittelklasse-Modell, also die Forerunner 265, bietet ebenso keine Garmin-internen Maps. Die Routen auf der Uhr werden daher einfach als Linie auf schwarzem Hintergrund angezeigt. Schöner ist natürlich, wenn auch Kartenmaterial zugrunde liegt, jedoch ist in meinen Augen die Handhabbarkeit in der Praxis ähnlich gut. Durch die simple Darstellung ist die Routenführung zumindest sehr übersichtlich. Kommen wir nun zum ersten Punkt. Den Strecken. Mit der Forerunner von Garmin lassen sich Routen über das Garmin Connect Konto auf die Uhr übertragen. Das kann über die Smartphone App oder auch am Computer über die Website gemacht werden. Hier kann dann auch eingestellt werden, ob die Uhr abbiegende Hinweise ausgeben soll oder nicht. Danach muss man noch die Strecke an das Gerät senden und die Uhr dann mit dem Konto synchronisieren. Aus einer Aktivität heraus lässt sich die Strecke dann aufrufen und man kann der Route folgen. Kurz vor einer Abbiegung kann die Uhr dann einen Ton ausgeben und kurz danach nochmals einen zweiten. Unten im Display sieht man dann immer, wie viele Meter es noch bis zur nächsten Abbiegung sind. In meinem Test hat das alles problemlos funktioniert. Im zweiten Unterpunkt des Navigationsmenüs findet sich der Begriff Aktivitäten. Hier habt ihr die Möglichkeit, bereits absolvierte Aktivitäten, bei der eine GPS-Verbindung bestand, wieder erneut aufzurufen. Wenn ihr hier auf die Karte klickt und dann noch einmal oben rechts, werden weitere Möglichkeiten angezeigt. Hier könnt ihr euch den GPS-Track dann noch einmal genau anzeigen lassen. Ihr könnt euch das Höhenprofil der Route anschauen oder aber auch die Strecke rückwärts starten. Die Trackback-Funktion könnt ihr im Übrigen auch während der Aktivitätenaufzeichnung nutzen. Dann werden euch zwei Optionen angezeigt. Ihr könnt zum einen den genauen Track zurückverfolgen oder ihr könnt euch eine Luftlinie direkt zum Startpunkt anzeigen lassen. Das kann bei Querfeldeinwanderungen zum Beispiel hilfreich sein. Als nächstes habt ihr die Möglichkeit, Favoriten zu speichern und diese später als Navigationsziel auszuwählen. Neue Favoriten können jederzeit über das Steuerungsmenü hinzugefügt werden. Dann wird der aktuelle GPS-Standort aufgezeichnet und die GPS-Koordinaten festgehalten, zu denen später navigiert werden kann. Hier dann auch nur per Luftliniennavigation. Zuletzt können auch Koordinatendaten direkt in die Uhr eingegeben werden. Dazu könnt ihr zum Beispiel die Google Maps App nutzen und dort einen beliebigen Punkt auf der Karte anwählen. Es wird dann auch die zugehörige Koordinate im WGS84-System angezeigt, die ihr dann eingeben müsst. Um nach Berlin zu navigieren, müsst ihr zum Beispiel Folgendes eintippen. Die Uhr bietet natürlich auch einen integrierten Kompass. Dieser kann sich selbstständig kalibrieren, es kann aber auch selbst manuell kalibriert werden. Zu den Navigationsmöglichkeiten über Drittanbieter-Apps wie zum Beispiel Komoot werde ich noch weitere Videos hochladen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.